So, da bin ich wieder mit dem süßen Häschen und ja, eben gerade gefailt und ich habe mich gerade gewundert, what? Wieso ging das nicht und so, habe ich gesagt. Aber ich habe vergessen, hier so lang zu laufen und denn, ja, egal, das Problem ist jetzt behoben. Und ja, hier war der Hase schon und wir holen unser erstes Schild von 5. Mehr muss man hier nicht machen. Vorerst, vorerst, vorerst. Ach, sind das hier die lustigen vier Rüstungen da? Ja, die sind so komisch gammelig. Hä, ich hab doch jetzt jede nach unten gezaubert. Dann kommt die eine wieder hoch. Okay. What the fuck? Ich hasse es. Ich check das hier nicht. Ach so. Ah, nur für die coolen Kinders war. Ja, habe ich jetzt rausbekommen. Ja, ja, stimmt. Hier kriegt man die letzten drei Schilde. Ab hier wird's lustig, meine Freunde. Ich sag euch, ich wünsch euch viel Spaß. Ich werde keinen Spaß haben, das weiß ich jetzt schon mal. Ja, und ihr könnt, was heißt wegschalten? Wow, wow, wow. Scheiße, den habe ich nicht mehr bekommen. Hey, geh auf. Haggis, geht doch. So. Überspringen. Jetzt kommt hier Draconiforce. Ja, und jetzt wird's übelst lustig, meine Freunde, denn ich kann das nicht und what the fuck. Ach so, wir müssen erstmal da oben anzünden. Ja, ich krieg. Ich sag's euch, ich krieg alles hin. Alles bis auf das Ende. Ach, Leute. Jetzt. Ich hasse es so. Ich hasse es so. Und auf Zeit. Genau das hasse ich so. Wenn ich den nächsten Part, ich glaube, bis in diesem werde ich nicht mehr so weit kommen. Aber wenn ich da so ein bisschen abgehe und so ein bisschen und dann bitte wundert euch nicht, das ist ein wenig normal. Erstmal zünden wir das hier an. Das bringt uns jetzt what? Ein Schild bringt uns das, cool. Ja, hier bin ich aber noch nicht fertig. Lässt ihr mich mal einsammeln? Dankeschön. Dankeschön. Danke, danke, danke schön. So. Lauf, 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 lauf. Eine Herausforderung. Ja, diesen Spruch werde ich noch oft genug hören und er wird oft genug scheiße sein. Leute, drei Schilde. Bis zum vierten komme ich auch noch. Das ist nicht das Problem. Aber das Letzte, meine Freunde. Das Letzte. Es hat's in sich. Ich meine, jetzt ist wieder Zeit. Und guckt euch an, es ist schneller. Aber man muss bis zu diesem Abschnitt auch nur kommen. So, jetzt ist hier wieder Zeit. Das ist ja alles noch gar nicht so schwer. Aber ich werde am Ende. Ihr werdet sehen. Ihr werdet's einfach sehen. Wenn ihr das Spiel kennt, wisst ihr das. Aber ich habe schon mal gelabert, das wird scheiße und so und hab's dann beim zweiten Mal geschafft. Ich würde es mir erträumen, dass ich das hier auch beim zweiten Mal schaffe. Wow, 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 fuck. Ich muss erstmal wieder die Wege lernen. So, hier gab es eine spezielle Technik, um durchzufliegen. Mit der Anzahl der Schlägen. Mit der Schläge. Mit den Schlägen da, Flügelschlägen. So. Habe ich jetzt auch hinbekommen und wir müssen hier rein. Und jetzt. Ja, wir wollen ja noch nicht zum letzten Schild. Ja, das letzte werde ich euch auch noch zeigen. Auf jeden Fall, muss ich ja. Oh, ich sehe schon kommen. Ich muss es jetzt riskieren. Ich muss jetzt das letzte Schild versuchen, oder? Gib's zu. Ich muss es jetzt versuchen. Nein, ich will nicht. Also gleich muss ich es versuchen. Ich gebe euch mal einen kleinen Vorgeschmack, wo ich gleich hin muss. Hier so durch. Und auf jeden Fall runter und hier rein. Und ja, ihr werdet das. What? Nee! Ah, wie geil! Wie geil, ich hab Zeit bekommen. Okay, Moment, Leute, das könnte man jetzt auch schaffen, ohne dass ich abgehe. Wartet, Leute, wartet, Leute. Ah, dann werde ich gar nicht so aggressiv. Nee, Spaß. Hier so rum. Mach, mach, mach. Das würde ich jetzt nicht glauben, wenn das geht, ne? Das glaube ich nicht. Seht ihr da hinten das letzte Schild? Zu wenig Zeit, zu wenig Zeit. Das glaube ich nicht. Nein!
Nein! Was heißt hier nein? Ich meine ja! Ja! Nee, 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 nee. Das, ey, nee, nee. Wenn das geht... Wie geil ist das denn? Nein! Viertes Schild und... Fünftes, das war Hermines Herausforderung. Mehr war's nicht, wir haben's geschafft. Bestnote. Nein! In... Ich hab hier eine Handyuhr. 5 Minuten 30. In genau 5 Minuten und 30 Sekunden. Nee! Leute, so geil. Ey, ich bin geschockt. Nein, ab... Das Ende, da gehe ich so ab, weil ich immer hängen bleib und... Leute, zu geil, zu geil. Ich werde das Game nächsten Part durchzocken, wenn ich Rons Dings noch wiederholen muss. Herausforderung. Ja, diesen Part mache ich jetzt hier Glacius und... Ja, ich sag euch, das wird die geilste Herausforderung. Jetzt geht's richtig ab. Und ich freue mich so wegen Hermines, ey, so geil. Weil sonst hängt man da und muss es immer weiter wiederholen und ich sag euch, Glacius, da werde ich euch jetzt was bieten. Das wird so geil, weil die Glacius-Herausforderung ist richtig geil. Die ist richtig krass. Okay, erstmal wie sie anfängt hier, das weiß ich nicht. Aber ich kenne noch den Großteil davon und der ist lustig. Ich meine, Leute, guckt euch das an, wir haben schon 2 Schilde. Da oben ist das zweite, das werden wir gleich bekommen. Oh ja, und da ab da fängt es jetzt auch gleich an, ich sehe schon. Also Leute, das hier ist eine Etage, ein Raum. Okay, ein Imp, wir kommen noch nicht zum Schild. Ja, und die Dings, Herausforderung besteht daraus, dass diese Etage oder so, das Stockwerk, wird jetzt halt beliebig mit Gegnern besetzt und wird runtergefahren in die Tiefe und dann ganz wieder hoch zum 5. Schild. Und guckt es euch an, es wird ganz lustig. Ja, und das erste ist halt gegen Imps. Ist jetzt nicht so schwer, ist sogar richtig leicht. Und wie fängt's an? Dass das zweite Schild hier ist und wir fahren runter. Ja, guckt's euch an, es geht runter und als nächstes kommen die Feuerkrabben. Stellen auch keine große Herausforderung dar. Besonders nicht 2. Ja, und da rechne ich doch schon mal mit 9. Und zwar wieder 2. Ja, auf jeden Fall... Leute, ey, ich bin echt noch so ganz baff von Hermines. Ich meine, hallo. Wow, jetzt kriegen wir es mit 4 zu tun. Ich dachte es mir schon und aufpassen. Die hier hinter mir. Die könnte richtig abgehen, abdrehen. Nein. Und ja, das ist richtig geil, Leute. Ich meine, hallo. Ich find's so krass, ey. Sofort geschafft und... Das sind die Momente, in denen ich mich freue und Schild eingesammelt. Es geht hinunter. Ja, schon zum 4. Schild. Das geht jetzt relativ schnell. Können die Truhen dann leider noch nicht öffnen. So, das war's aber noch lange nicht, wenn ihr dachtet, hier die Ebene, dann kommt das 4. und dann geht's halt hoch, wie ich gesagt habe. Und nee, 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 hier ist noch Action im Game. Hier ist noch ein wenig Action im Game. Wartet, wartet. Ich hau es da für euch rein. Passt doch. Und jetzt werden die Truhen... Hä? Runtergesenkt. Oh, gar nicht gut. Ach, die öffnen sich automatisch. Plus Wichtels. Und ja, die werden wir auch besiegen. Kommt her. Ah, shit, Dinger. So. Bams, haben wir sie besiegt. Ja, jetzt bleibt hier noch Zeit, Bohnen einzusammeln und... Ja, hier ist das 4. Schild und jetzt geht's nochmal runter in die Dunkelheit und what the fuck, habt ihr gesehen, wie ich weggejumpt bin? Ja, seht ihr das hier, diese Stahltüren? Jetzt kommt dieser richtig abgefahrene Teil der Herausforderung. Genau deswegen finde ich die Glacius-Herausforderung am besten. Wow, weil sie einfach runter geht und am Ende hoch und... das wird jetzt richtig geil, ich zeig's euch gleich, Moment, bams. Das waren die Imps. So, jetzt kommen nochmal welche. Also, das heißt hier, das waren die Imps. Das war die erste Fuhre. Bams. Zerlegt. Hab doch noch einen Schokofrosch da gehabt. Okay, jetzt werden die Stahltüren runtergelassen und wir haben es mit ganzen 4 Salamandern plus Eis zu tun. Das nenne ich mal Abschlussprüfung. Kein Ding, sag ich dazu. Und so, 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 ihr seid doch ungefährlich.
seid kleine Haustiere. Ja, und jetzt ist hier ein Elastofeld und wir jumpen hoch, 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 immer weiter, hoch, hoch, hoch. Wie gesagt, ja, jetzt geht's zum fünften Schild, Leute. Und ich sag dazu nur, wir kriegen jetzt nochmal... hallo? Ja, jetzt kriegen wir nochmal die Hucke voll. Jetzt kriegen wir hier Belohnung ohne Ende vom guten alten Professor Flitwick. Seht euch an, wie er diesen Raum hier voll geboostet hat, da vollgehauen mit alles. Und ja, das waren die Abschlussprüfungen, meine Freunde. Normalerweise würde ich sagen, ja gut, in 16 Parts habt das Game jetzt durchgezockt und danke fürs Zusehen, aber mir fehlen Sammelkarten, ja, verlassen und ich sag euch eins, ich habe nun, also es ist jetzt 100%ig sicher, dass ich sie kaufe. Ich könnte ja Herausforderungen in diesem Part schon anfangen, genau, und nächsten Part zocke ich es durch, das Game. Überspringen. Ja, also, normalerweise hätten wir das Game jetzt durch. Wir gehen zu Dumbledore und zu McGonagall und jetzt guckt euch das an. Wir müssen unsere Listen vervollständigen. Die gucken wir jetzt uns an. Da, wie heißt das? So, die Abschlussprüfung haben wir ja geschafft. So, mal sehen, ob wir alle Anforderungen erfüllt haben. Nein, das können wir nämlich nicht. Wir haben alles bis auf die Sammelkarten und weiter geht's mit dem Spiel. Und ja, wir haben noch nicht alles erfüllt. Ausgezeichnete Arbeit, wirklich ausgezeichnet. Hallo? Was geht jetzt denn ab? Was geht jetzt denn ab? Moment. Wartet mal. Moment, wir haben... Was? Wie bitte, muss ich das verstehen, okay, hallo, confused, Leute, wir haben nicht jede Sammelkarte, hallo, wir hätten, die Bonuskarten hätten wir noch kriegen müssen, ja, ich weiß über das Game ganz Bescheid, aber, wie bitte... ja, ich habe eh keine Lust mehr auf dieses Projekt, weil drei Projekte zur selben Zeit waren eh scheiße. Jetzt kann ich mich auf Pokémon konzentrieren. Ja, Leute, das war das Let's Play Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Jetzt noch die Credits und, Leute, mein Schlussfazit, Kommentar. Ihr seht vielleicht, oder was heißt seht, also in Wirklichkeit ist es viel kürzer und es geht sehr schnell. Das ist kein Ding, das Spiel. Was mich jetzt beunruhigt, wenn ihr das Spiel selber habt oder durchgespielt habt, bitte schreibt mir Kommentare, warum oder seit wann das geht. Ich weiß, dass wir das Spiel jetzt haben, immer noch. Wir können es wieder laden und wieder nach Hogwarts gehen. Aber warum haben wir die Bonuskarten nicht? Kann mir das einer beantworten. Und den Kartensatz, den hätte ich vervollständigen müssen, sonst wäre ich da doch gar nicht durchgekommen. Und wie soll ich sagen, ich... hab ihn nicht vervollständigt. Hab keine 80 Karten. Leute, bitte um eure Hilfe. Falls ihr euch da jetzt auch auskennt und Let's Player seid, was weiß ich. Ja, das war's von meiner Seite. Mir hat das Spiel einigermaßen Spaß gemacht in den meisten Situationen. Ja, und mein erstes beendetes Projekt ist das. Hoffe, euch konnte ich auch einigermaßen damit was bieten. Hatten ja schon ein paar Aufrufe, die Videos. Und was ich sagen will, hoffe, dass es euch gefallen hat. Bin immer noch confused, warum das Spiel jetzt durch ist. Und wirklich, ich habe keine Ahnung. Schreibt mir eine Nachricht oder so. Für mich ist das Spiel beendet. Soll ich jetzt nochmal Bonuskarten holen und alles? Und wisst ihr, ich verstehe es nicht. Und jetzt kann ich auch nochmal die ganzen Geheimnisse sagen, bevor meine Zeit abläuft. Harry Potter wäre die letzte Karte im berühmten Zauberersatz, nachdem wir die gekauft hätten bei den Händlern. Ja, jetzt ist eh zu spät. Das war's von meiner Seite. Hoffe, das Let's Play hat euch gefallen. Fangen bald mit einem neuen Projekt an. Ja, das war's jetzt von mir. Und zu den Credits kann man ja wohl nicht mehr sagen. Euer Florian Dasheris Juicy Whatever. Und das war's von mir. Tschüss.
Und bis zum nächsten Mal, Leute. Ja, ciao.